Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit. Wertschätzend unseres Vereinslebens und unserer Arbeit hat uns die ungarische Botschaft, vertreten durch Dr. Peter Gierkes, mit einem Grußwort bedacht, was ich an dieser Stelle auch stellvertretend verlesen möchte. Dr. Gierkes selber lässt sich entschuldigen, weil er halt am Tag der Deutschen Einheit in Dresden gastiert. Vorab möchte ich einmal sagen, wie es zu dem Kontakt gekommen ist. Ich stand vorher mit seinem Vorgänger in Kontakt, das war Dr. Josef Csukor, aber wirklich intensiviert hat sich die Kommunikation zur ungarischen Botschaft halt im Prinzip erst mit dem neuen Botschafter, der halt wesentlich mehr liberal angehaucht ist, also wesentlich offener für die liberalen, für die liberale Idee an sich halt. Gut, ich muss allerdings, das ist sehr klein geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, zwar kann ich leider nicht persönlich mit Ihnen heute am Freiheitstag der liberalen Zukunft Deutschland, den Tag der Deutschen Einheit in Kassel, begehen, dennoch möchte ich meinen herzlichen Gruß an Sie alle ausrichten. Kassel liegt im geografischen Mittelpunkt Deutschlands, in einer Umgebung, die von der Schönheit der Natur geprägt ist. Kassel lag aber nicht immer im Zentrum vom politischen Deutschland, denn bis 1990 war sie im Grenzgebiet auf der westlichen Seite zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Folglich gewannen nach dem Fall der Mauer zehntausende Besucher aus der DDR in Kassel ihre ersten Eindrücke vom Westen. Die Stadt bietet heute nicht nur über 3000 internationalen Studierenden eine Heimat, sondern ist inmitten des Kreislaufs des Vereinigten Deutschlands unwiderruflich verankert. Am Jahrestag der Deutschen Einheit möchte ich eine persönliche Erfahrung mit Ihnen teilen. Ich war der letzte DDR-Referent im ungarischen Außenministerium im Frühjahr 1989. So habe ich auch die diplomatische Note über die Kündigung des Reiseabkommens zwischen Ungarn und der DDR mit vorbereitet, im September 1989, die die Grenzöffnung Ungarns für DDR-Flüchtlinge ermöglichte. In der Folge konnten zehntausende DDR-Bürger nach Österreich ausreisen. Diese Handlung war der Beginn vom Ende der Mauer, zumal dies kein einmaliger Akt war, wie etwa der sogenannte Flüchtlingszug aus Prag. Die Aufkündigung des Reiseabkommens war keine spontane einzelne Handlung Ungarns, sondern eine wohlüberlegte, bewusste Entscheidung. Wir sind nämlich der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten, so konnte der bilaterale Vertrag zwischen Ungarn und der DDR außer Kraft gesetzt werden. Mit dieser Entscheidung sind wir gegen den Ostblock vorgegangen und haben die Möglichkeit für Zehntausende geschaffen, in die BRD auszureisen, nicht umgekehrt. Wie Helmut Kohl als Kanzler der Einheit und der schwarz-liberalen Koalition zu formulieren pflegte, Ungarn hat den ersten Stein aus der Mauer geschlagen. Damals soll Helmut Kohl unseren Premierminister Miklós Németh gefragt haben, ob er etwas im Gegenzug für die Ausreise der DDR-Bürger verlangt. Németh antwortete, dass wir mit Menschen keinen Handel betreiben, deswegen nehmen wir auch keine Gegenleistung an. Lassen Sie mich zum Schluss einen aktualpolitischen Bezug nehmen. Heutzutage wird fälschlicherweise die Grenzöffnung von 1989 mit der Errichtung eines Grenzzauns an der grünen Außengrenze Ungarns, damit auch von Deutschland und der gesamten Europäischen Union von 2015 verglichen. Lassen Sie mich daran erinnern, dass der eiserne Vorhang Menschen Europas voneinander trennte. Ihn zu überqueren bedeutete bereit sein, für die Freiheit das Leben zu riskieren. Der Grenzzaun in Ungarn ist der fünfte in der Europäischen Union. Die Grenzen wurden nicht geschlossen, sondern es wurde an den Grenzübergängen überquerbare Schutzmaßnahmen an der grünen Außengrenze der EU errichtet. Gerade um das Wirtschafts- und Lebensmodell von Europa zu hüten. Nicht gegen, sondern für Europa und seine Bürger. Sehr geehrte Damen und Herren, der Weg zur deutschen Einheit ist eng mit den Entwicklungen der deutsch-ungarischen Beziehungen, aber auch der Einigung Europas verbunden. Denn die deutsche Einigung ermöglichte erst recht die Wiedervereinigung Europas. Ich hoffe und arbeite unermüdlich dafür, dass diese langjährige gute Zusammenarbeit auch in Zukunft weitergeführt werden kann, damit unsere Nationen in einem friedlichen und blühenden Europa leben können. Gut, im Namen der liberalen Zukunft bedanke ich mich mit den Worten Asek Jesület, liberale Zukunft Deutschland, Köszönet, Esch, Tisztelek, Magyarország. Thomas, ich war eben draußen, um mich noch um ein paar organisatorische Sachen zu kümmern, deswegen habe ich es nicht alles mitbekommen. Hast du erzählt, wie du an dieses Grußwort gekommen bist? Ja, was der Bezug ist. Ja, also das war eine offizielle Anfrage, die ich im Namen des Vereins geschaltet habe. Und das haben wir dann auch bekommen.
Also das war eine offizielle Anfrage, ganz normal gewesen und... Kommt doch nochmal hier vorne hin, weil ich es nicht mitbekommen habe. Vielleicht ist es überflüssig, aber wie kommst du an diese Beziehung gerade zum ungarischen Botschafter? Ja, also ich stand in Kontakt mit seinem Vorgänger, das war Dr. Josef Csukor. Und das war keine richtige Kommunikationslinie, da bestand kein wirklicher Kontakt, der war nicht so in dem Maße liberal angehaucht, wie es jetzt der neue Botschafter ist. Also der ist wesentlich interessierter an unserer, an der Idee der Freiheit halt und das sieht man halt auch an dieser Bereitschaft, sich halt einzubringen. Er hat ja zum Beispiel auch angeboten, mal als Gastredner uns zu besuchen. Ungarn wird ja im Augenblick kritisiert, weil es keine offenen Grenzen hat. Ja? Die Grenzen sind offen, nur die Außengrenzen werden gesichert. Die grüne Grenze wird gesichert. Die grüne Grenze wird gesichert. Jetzt mal hier zum den Bezug herstellen, nochmal hier zu unserem Thema. Wo haben wir den Bezug hier zu der Frage, wer kümmert sich um die Probleme der offenen Gesellschaft? Also Freizügigkeit nach innen, Freizügigkeit für die EU-Bürger ist nur möglich, wenn Außengrenzen gesichert werden. Das sehe ich an und für sich genauso. Ein kontroverses Thema, ist ein aktuelles... Absolut kontrovers. Aber wir sind ja hier, um zu diskutieren. Ja, ich wollte es jetzt auch noch mal wiederholen in den Kontext stellen. Also wie gesagt, wenn da Diskussionsbedarf ist, also da bin ich auf jeden Fall bereit. In den Pausen möchte ich das auch gerne aufnehmen. Also das, sehr gerne. Die Flüchtlingspolitik ist natürlich aktuelles Thema. Wir hatten letztes Jahr hier auch schon, ist uns das reingerutscht. Flüchtlinge, die über Ausweispapiere verfügen, können über die ganz normalen Grenzübergänge einreisen. Hm. Nicht über die grüne Grenze, ganz klar. Ich wollte das nur mal als Ergänzung reinstreuen. Irgendwie. Auch da gibt es ja kontroverse Sichtweisen. Wir hatten letztes Jahr hier als Redner den Najib Karim. Der ist ja nun in Afghanistan geboren und hat nun einen ganz anderen Blick auf diese ganze Thematik und hat uns wirklich interessante Aspekte gebracht. Die Rede von ihm ist auch noch auf YouTube sehr sehenswert, war für mich letztes Jahr mal einmal Highlight unserer Veranstaltung, weil es eben so ein ganz anderer Blick war. Ja, und die offene Gesellschaft, das hat eben auch was mit Europa zu tun. Natürlich. Deswegen wollte ich es nochmal sagen, ich verfolge lange die Europapolitik, sehr interessiert. Ich möchte gerne wissen, was aus Europa wird. Bleibt das jetzt eine Union der Vaterländer oder wird es ein Bundesstaat? Das ist ja die umstrittene Frage, die nicht geklärt ist, die in der Luft hängt. Und weil es eben so lange in der Luft hängt, irgendwie treten da auch so viele Missverständnisse und kontroverse Positionen auf. Und die Frage, was ist besser, welche dieser beiden Lösungen ist besser für den einzelnen Bürger? Genau, das ist einfach aktuelle Diskussion irgendwie. Und da kommen auch Parteien mit ihren bisherigen Anschauungen, Auffassungen in ihr Idealen, in Schwierigkeiten irgendwie, das zu erklären, was noch los ist. Das ist ein aktuelles Thema. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, über das wir hier reden, parteiunabhängig. Ja. Weil auf der Parteiebene wird das auch manchmal sehr schwierig, über diese Thematik zu reden. Ja? Das ist ein Teil irgendwo der Krisenentwicklung, die wir haben, dass diese Entwicklung in der Luft hängt. Und das betrifft unser alltägliches Leben auch, weil da eben keine Entscheidungen zustande kommen und wir in einer Unsicherheit leben, irgendwie, wie wir jetzt damit umgehen wollen. Ich wollte das jetzt noch mal wiederholen. Ja. Vielleicht war das jetzt zu lehrmeisterlich, dann tut es mir leid, weil ich eben noch mal wegen Licht rausgehen musste. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht gestört habe damit. Gut, okay. Dankeschön nochmal. Keine Ursache, sehr gerne.